So, kommen wir also jetzt zum zweiten Teil der Wirtschaftlichkeitsrechnung, zweites Skript, dynamische Verfahren oder finanzmathematische Verfahren. Und da müssen wir uns vorab mit einigen Begriffen befassen. Begriff hier auf der Seite 9 dieses zweiten Teilskriptes: Zeitwert, Barwert, Endwert, Abzinsungs- und Aufzinsungsfaktoren. Und ich will das hier mal anhand meiner Foliensatzes hier mal verdeutlichen. Also, wir befassen uns mit den dynamischen Verfahren. Und wo ist der Unterschied zu den statischen Verfahren? Es werden jetzt also alle Zahlungsströme sämtlicher Nutzungsperioden in die Bewertung mit einbezogen. Also nicht mehr die Reduzierung auf ein durchschnittliches repräsentatives Jahr, sondern vom Zeitpunkt der Anschaffung bis zum Wiederausscheiden der Investitionsalternative werden alle Perioden in die Bewertung mit einbezogen. Und was wird einbezogen? Naja, eben alle Zahlungsströme, alle Einzahlungen und Auszahlungen. Da kommen wir also jetzt auch wieder auf unsere Grundbegriffe zurück, unsere Wertgrößen zurück. Und dann werden wir uns an der Stelle ja, sicherlich ganz wohl fühlen und sagen, da haben wir eigentlich keine Probleme mit mit dieser Ebene. Ja, aus Sicht der dynamischen Investitionsrechnung oder der dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnung wird unter einer Investition eine Zahlungsreihe verstanden, die mit einer oder mehreren Anschaffungsauszahlungen, in der Regel wird es hier nur eine sein, beginnt, Anschaffungsauszahlung beginnt, auf die in der Zukunft Einzahlungen bzw. Einzahlungsüberschüsse erfolgen. Diese Aussage enthält schon implizit die Aussage einer sogenannten oder die Prämisse einer sogenannten Normalinvestition. Eine Normalinvestition ist eine Investition, wo es zu keinem Vorzeichenwechsel mehr kommt. Das heißt, am Anfang Auszahlung, ja, das kann ruhig über mehrere Jahre theoretisch gehen, und danach nur noch Einzahlungsüberschüsse. Also danach bin ich immer im positiven Bereich. Ja, das ist eine zwar nicht notwendige Bedingung, aber eine hilfreiche Bedingung, damit wir eben keine Vorzeichenwechsel bekommen und so zu eindeutigen Lösungen kommen. Man kann relativ schnell zeigen, dass wir bei solchen Vorzeichenwechsel, wenn wir die unterstellen oder zulassen, dass wir dann mehrdeutige Lösungen bekommen. Und das will man sich ersparen und das entspricht aber auch im Wesentlichen den tatsächlichen Investitionsverläufen in der Praxis. Am Anfang Auszahlung, am Ende Einzahlungsüberschüsse. Ja, jetzt sind zunächst mal drei wesentliche Begriffe hier zu klären: der Zeitwert, der Barwert und der Endwert. Der Begriff Zeitwert ist der Wert einer Ein- oder Auszahlung zum Zeitpunkt des Entstehens. Also, wenn Sie heute 100 ausgeben, dann sind das eben heute nominal 100. Und wenn Sie die in 10 Jahren ausgeben, dann sind das eben immer noch nominal, ja, zum Zeitpunkt T gleich 10 in 10 Jahren 100. Der jeweilige Zeitwert im jeweiligen betreffenden Jahr. Demgegenüber ist der Barwert, und das ist jetzt für uns der entscheidende Begriff hier, der Barwert einer Ein- oder Auszahlung ist der Wert, der sich durch Abzinsen des Zeitwertes auf einen bestimmten Bezugszeitpunkt, ja, beim Barwert ist es der Gegenwartszeitpunkt, ergibt. Wir zinsen also diese eben genannten 100 Euro, die da in 10 Jahren anfallen, auf den Zeitpunkt heute T0 ab. Was bedeutet das Abzinsen? Das werden wir uns gleich mal ein bisschen genauer angucken. Sollte allerdings, denke ich, auch schon mal in der Zinsrechnung wohl in der Schule mal angesprochen worden sein. Wenn nicht, wäre das betrüblich. Demgegenüber ist der Endwert, der uns möglicherweise etwas vertrauter ist, weil wir ja relativ stark in der ganzen Programmierung, die wir so erfahren durch die Gesellschaft, durch die Eltern, nicht sehr stark endzeitbezogen sind. Das ist immer in Anführungsstrichen setze, diese Formulierung. Ja, also im Hinblick auf, was kriege ich irgendwann mal raus, wenn ich jetzt Geld anlege?
Ja, also heute irgendwie was anspare, ja, für die Zukunft, für Rente, nicht, und so weiter. Ja, also heute 100 Euro anlegen, über 20 Jahre, was kommt da nachher raus? Oder ich eine Lebensversicherung, eine Kapitalversicherung mache, sonstige Anlageformen wähle, ist das stark auf diesen Zeitpunkt am Ende orientiert. Also, an dem Beispiel mit den 100 Euro, heute 100 Euro anlegen, ja, 10 Jahre stehen lassen, wie viel, oder 20 Jahre, wie viel ist am Ende, kommt am Ende bei raus? Nicht, dass einfach zinsbringend anliege. Das, was da am Ende rauskommt, nennen wir Endwert. Und wenn wir diesen Endwert wieder auf den heutigen Zeitpunkt beziehen, wieder abzinsen, diskontieren, kommen wir wieder auf den heutigen, also den Barwert. Ja? Zeitwert, Barwert, Endwert. Zeitwert ist eigentlich unproblematisch. Das ist immer der nominale Geldbetrag im jeweilig angefallenen, im jeweiligen Jahr, in dem dieser Zahlungsstrom anfällt. Okay, Barwert heute, Endwert ja, zum Zeitpunkt eben T gleich N. 10 Jahre, 20 Jahre, wann auch immer. Soweit okay?